Erst, glaube ich, sollten wir etwas anderes versuchen. Und was schlagen Mademoiselle vor? Flower Power. Unten vor dem Haus hatte sie einen kleinen roten Wagen stehen. Keine wilde Sache. Ein kühles, vertrauenerweckendes Stück Technik, jederzeit und überall passend. Wenn auch Hanni seine Nichte nicht verwöhnte, Kurz hielte sie nicht. Wir fuhren durch die Oktoberstraßen unter einer halbherzigen Sonne. Naja, es war ein harter, heißer Sommer gewesen und ein Vorwurf war der Sonne nicht zu machen, wenn sie nicht mehr so recht wollte. Die Luft wurde kühler, die Straßen schäbiger. Schließlich hielten wir vor einem Mietshaus. Grau, fleckig und kurz vor dem Einsturz. Flower Power, hatte ich verstanden. Richtig. Sieht aber nicht nach botanischem Garten aus hier. Sie sind ein wörtlicher Nehmer. Riechen tut's auch nicht danach. Wörtlich rieche auch. Nummer 21, zweiter Stock rechts. Und da wohnt? Der Biber Butzermann. Die Tür rechter Hand im zweiten Stock aus schwarzer Mooreiche war mit den verschiedensten Informationen bekleidet. Fergus Jenkins hoch oben, unten irgendwo die Potthöhle und in der Mitte breit Flower Power. Judy läutete. Alles blieb stumm. Vielleicht läutete drinnen nur eine Glockenblume oder sowas.